Hi Leute, es geht heute nicht um Kniebeugen und meine lausige Technik, sondern ich habe eine Frage vom Benjamin Heizmann bekommen zum Thema, ja, quasi, was ist die wichtigste Übung für mich in meinem Konzept. Wenn es um Krafttraining ging, würde ich wahrscheinlich sagen Kniebeugen. Wenn es um Beweglichkeit geht, gebe ich ganz klar die Antwort Kniestand und dazu erzähle ich euch gleich mal ein bisschen was. So Benni, also für dich meine Antwort und für euch alle anderen natürlich auch. Für mich die wichtigste Übung, oder wenn ich mich auf eine Übung konzentrieren müsste oder nur noch eine Übung im Five-Konzept machen dürfte, dann wäre es für mich der Kniestand. Ja? Der Kniestand ist eine der Übungen, die wir von Paki als allererstes gelernt haben. Gleich nach unserer Rückwärtsbewegung im Stehen kam quasi die kniende Version und wir decken einfach unglaublich viele wichtige Bereiche ab, wo eben typisch die Menschen zu viel Spannung haben. Ich zeige euch gleich mal die Ausführungen, die verschiedenen, auf die ich Wert lege bei den Leuten und sage dann nachher noch ein bisschen was dazu, was wir genau mit diesen Kniestandübungen im Körper so bewirken können bei den Leuten. Von der Ausführung her sehr, sehr einfach. Ihr könnt auch komplett ohne Geräte den Kniestand trainieren. Ein schönes Gimmick ist natürlich hier so eine Geschichte, was wir anbieten, dass ich einfach einen Abstand für die Leute definieren kann, dass ich da noch ein bisschen eine Führung habe. Aber letztendlich braucht ihr nichts anderes als ein Deuserband, irgendein Powertube oder sowas oder zur Not auch ein starres Seil oder so. Also irgendwas, was euch Hilfestellung gibt, dass ihr am Anfang mit dem Kniestand einfach gut starten könnt, gut klarkommt. Grundidee von der Übung ist folgende. Ihr kniet euch hin. Das Wichtigste ist wirklich erstmal die Hüfte zu strecken, weil wir haben am Anfang immer das Problem, dass alle Menschen hier durch das viele Sitzen, durch das immer angebeugte, extrem verkürzte hüftbeugende Muskulatur haben. Das heißt, im ersten Schritt hole ich mir eine gewisse Hilfestellung, strecke die Hüfte maximal und jetzt gehe ich mit Hilfe der Gummibänder hier langsam, aber immer mit gestreckter Hüfte nach und nach hinten. Ja, versuche dann diese Position 3 bis 5 Atemzüge zu halten, hole mir von den Gummibändern nur so viel Hilfe wie nötig. Also ich sollte so locker und entspannt wie möglich arbeiten von den Armen her und die Kraft aus der vorderen Muskelkette holen. Was bewirkt man mit der Übung jetzt? Wir bekommen einmal eine wahnsinnig gute Länge in Rectus rein, Rectus femoris, der das Knie streckt, in der Hüfte beugt. Wenn ich jetzt den Kniestand mache, habe ich hier einfach einmal eine Kniebeugung, gleichzeitig eine Hüftstreckung. Dadurch haben wir unglaublich viel positive Wirkung bei Knieproblemen, bei allem, was über den Traktus läuft. Also ich kann mit dem Kniestand Spannung aus dem Traktus rausbekommen, aus dem Tensor rausbekommen. Ich komme in die Hüftbeuger rein, Iliacus mal Stichwort, Psoas in der Tiefe, Bauchmuskel bekommt eine gute Länge. Also wir haben eigentlich die komplette vordere Muskelkette, angefangen vom Tibialis anterior, Zehenextensoren und so weiter, bis nach oben eigentlich alles in diesem Kniestand dabei. Haben die Leute jetzt am Anfang Schwierigkeiten, die Hüfte zu strecken? Gibt es einen Trick? Ihr könnt dann hier quasi mit den Powertubes oder mit den Deuserbändern hinter das Gesäß, ja, holt euch hier die Hilfestellung, jetzt ziehen mich die Gummibänder schon mal in die richtige Position und jetzt kann ich hier arbeiten, um eben maximal nochmal diese Hüftstreckung zu bekommen. Also eine Variante, die einfach nochmal, ja, einen anderen Reiz setzt, mit der ihr sehr, sehr gerne arbeiten könnt. Variante 3, für die Fortgeschrittenen unter euch oder die dann einfach so ein bisschen noch die Komponente Kraft mehr mit reinbringen wollen, mehr koordinativen Anspruch reinbringen wollen, die können den Kniestand noch frei trainieren. Das heißt, ich hole mir keine Hilfe, jetzt arbeite ich voll aus der Kraft der vorderen Kette und gehe dann hier maximal einfach in die Länge rein, halte wieder und arbeite dann selbst wieder raus. Ich kann dann auch Wiederholungen machen, dass ich hier quasi so eine Art Bewegungstraining mit viel Kraftkomponente mache. Also ganz viele Möglichkeiten da, Varianten zu schaffen und im Kniestand einfach zu arbeiten. Wenn ich gerade die Blackboard hier liegen habe, natürlich sehr, sehr geil für fast alle Sachen, die wir machen als Ergänzung, rolle ich mir jetzt vorher den Oberschenkel aus in verschiedenen Varianten. Ja, können wir auch mal ein Video drüber machen. Werde ich natürlich sofort im Kniestand bessere Erfolge haben. Zum Gerät vielleicht noch ein, zwei Sätze. Wenn wir jetzt mit dem Kniestand große Schwierigkeiten haben, mit den Leuten, die jetzt etwas eingeschränkter sind, hilft uns eben der Hipmover sehr. Möchte ich auch kurz zeigen. Hier haben wir jetzt einfach die Möglichkeit, die Leute im Gerät zu unterstützen. Ich habe hier eine feste Fixierung von den Beinen vorne, feste Fixierung vom Becken und kann jetzt hier ganz gezielt in die Hüftstreckung reinarbeiten mit einer gewissen Hilfestellung. Anfänger können sich aufstützen, sodass ich mich hier langsam ranarbeiten kann. Ich habe die Möglichkeit, hier mit einem Bein zu arbeiten. Jetzt arbeite ich etwas mehr oberflächlich, Rectus, Tensor und so weiter, etwas weniger im Psoas, dadurch, dass ich einen ausschalte, kann ich hier noch ein bisschen spielen. Das heißt, hier im Hipmover habt ihr einfach Möglichkeit,
die Leute an den Kniestand ranzuführen, langsam beizubringen, dass die eben nach und nach da sich ranarbeiten können. Wirkung, wir haben, wie gesagt, super Entspannung im Bauch, hilft uns für Rückenschmerzen, solche Dinge. Entspannung der Hüfte hilft für Hüftschmerzen, Leistenthematiken, Rückenschmerzen. Entspannung des Rektus, super gut fürs Knie. Ja, mal so Stichwort Patellasehnensyndrom, solche Dinge, Leistenthematiken. Traktus, ne, so Bursitis, Trochanterika und solche Sachen, all solche Dinge kann ich eigentlich mit dem Kniestand bearbeiten, heilen. Also sehr viel Möglichkeit, mit einer Übung sehr viel abzudecken, Sprunggelenksproblematiken, also eine sehr, sehr vielschichtige Übung. Und deshalb, lieber Benni, wenn ich mich für eine Übung entscheiden müsste, wäre der Kniestand meine Übung. Besonders für euch Crossfit-Fanatiker, Toast-to-the-Bar-Anbeter, ja, total verkrampfte Core-Stability, Spacken, ja, ihr braucht Kniestand. Deshalb, Sonntag sehen wir uns, Benni, dann machen wir zusammen Kniestand. Bis dahin, mal schauen, wenn euch noch Fragen einfallen, ich beantworte euch gerne, ihr werdet jetzt immer wieder so Videos machen. Ansonsten fliege ich morgen nach Hamburg auf den Milan-Kongress und freue mich, recht viele von euch da zu sehen und zu treffen. Bei 400 Studios wird wohl jemand von euch Five-Usern dabei sein. Ich freue mich auf euch. Bis dann, ciao.